Grüß Gott und herzlich willkommen aus dem Innviertel aus Oberösterreich zum internationalen Leichtathletik-Meeting in Ried im Ingreis, wo ihr eigentlich zahlreiche österreichische Olympiastarterinnen und Starter diesen Termin noch genutzt hätten, um die Olympiaform zu überprüfen. Aber es haben einige abgesagt. Verena Meyer zum Beispiel, die der Oberschenkel zwickt. Lukas Weiß-Heidinger hätte im Diskus auch ursprünglich genannt. Der lässt dieses Meeting hier, sein Heimmeeting, eigentlich auch aus. Bleibt eigentlich nur eine, auf die Augen heute gerichtet sind. Das ist unsere Siebenkämpferin Ivona Dadic, die heute über die 100 Meter Hürden an den Start gehen wird. Und ich begrüße ihren Trainer Philipp Unfried. Hallo. Hallo. Wie schaut es denn jetzt aus Richtung Tokio? Es war eigentlich eine durchwachsene Vorbereitung für die Ivona, wenn man sagt Ratingen, da hat sie verletzungsbedingt abbrechen müssen. Warum nützt man heute dieses Meeting und was möchte man hier über die Hürden für Erkenntnisse gewinnen? Also die Saison stimmt, sie war durchwachsen. Es war aber generell so, dass wir ohnehin gesagt haben, dass wir wirklich alles auf Tokio ausrichten. Das heißt, die Vorbereitung war wirklich auf den Saisonhöhepunkt ausgerichtet. Und da kann es natürlich schon passieren, dass gerade zu Beginn der Saison, wenn Wettkämpfe nicht wirklich gut vorbereitet sind, dass dann halt einfach einmal nicht so gut funktioniert. Bei Eisenstadt waren die Hürden sehr gut. Dann haben wir bei ein paar Bewerbern immer wieder ein bisschen, ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich denke, dass sie jetzt wirklich in Form kommt in Richtung Tokio. Und das ist auch der Grund, warum wir hierher nach Ried gekommen sind. Eigentlich hätten wir geplant gehabt, die Woche noch wirklich voll durchzutrainieren. Hätten heute eigentlich ein Hürdentraining gehabt, aber sie hat dann gesagt, sie würde gern da laufen und einfach das Training im Rahmen des Wettkampfes machen. Und ja, ist, glaube ich, ein guter Weg und ein guter Plan. Platzierung natürlich nebensächlich jetzt unmittelbar vor den Olympischen Spielen. Aber welche Zeit soll denn da heute rauskommen, dass Sie sagen, zufrieden, der Weg stimmt? Also ich denke, in Anbetracht der Trainingsbelastungen, die wir jetzt hatten, wenn sie im Bereich von 13,60 oder ein bisschen drunter bleibt, können wir sehr, sehr zufrieden sein und dann passt einfach im Hinblick auf Tokio wirklich alles. Inwieweit wäre es auch spannend und interessant gewesen, nachdem ja die Verena Meyer ein anderes Training hat, einen anderen Trainer, hier den direkten Vergleich noch einmal zu haben, der österreichischen Siebenkampf-Olympionikinnen? Ja, natürlich ist es, sind diese Duelle immer interessant und sicher für die Zuschauer auch toll anzusehen. Aber die zwei werden dann spätestens in Tokio nebeneinander auf der Bahn stehen und sich dort battlen. Generell ist es so, dass vielleicht für beide es gar nicht so schlecht ist, wenn man im Vorfeld dann nicht die Spannung schon zu groß aufbaut bei den Vorbereitungswettkämpfen, weil es, ich denke, für die Ivi wie für die Verena zählt einfach Tokio. Und die Vorbereitungswettkämpfe sollten wirklich zur Vorbereitung genützt werden und nicht, dass man sich da gegenseitig vielleicht so in Dinge eintreibt, die dann nicht unbedingt produktiv sind. Muss ja auch nicht sein. Die Verena hat ja auch vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, miteinander, nicht gegeneinander. Genau. Heute tolles Hürdenfeld auch, Beate Schrott unter anderem am Start. Also man kann sich da schon auch mit den Spezialistinnen messen. Genau, die beiden sind ja, die Ivi wie die Verena, sind gute Hürdenläuferinnen mit ihren Bestleistungen. Das heißt, auch im Bereich der Spezialistinnen schauen sie da gut aus und für das sind diese Meetings einfach wirklich ganz hervorragend, weil unsere Mehrkämpferinnen da einfach wirklich gute Gegnerinnen haben und ja, sie an denen einfach nach oben ziehen können und ihre Leistungen verbessern können. Ja, dann mögen heute die Hürden gelingen für die Ivona Dadic. Wir schauen uns das Ganze natürlich ganz genau aus. Eine der letzten Rennen, die Ivona Dadic bestreitet vor den Olympischen Spielen in Tokio. Denn nach den Absagen der leicht angeschlagenen Verena Meyer oder auch Susanne Valli ist Dadic die einzige heimische Olympiastarterin beim Austrian Top Meeting Ried. Ihre Vorbereitung verlief aufgrund einiger Blessuren zuletzt aber nicht nach Wunsch. Der stark besetzte Hürdensprint im Innviertel ist eine perfekte Möglichkeit für die 27-jährige Welserin, um bei den Details, im wahrsten Sinne des Wortes, noch nachzujustieren. Die mehrfache österreichische Staatsmeisterin im Siebenkampf hat aber starke inländische Konkurrenz. Unter anderem mit dabei sind Karin Strametz und auch Beate Schrott, die nach der knapp verpassten Olympiaqualifikation ihre Karriere nach der aktuellen Saison beenden wird. Der Fokus der ZuschauerInnen liegt jedenfalls ganz klar auf dem Hürdensprint, in dem mit Dadic und Schrott die zwei absoluten Publikumslieblinge direkt nebeneinander laufen. Und der Start geglückt, die schnellsten Hürdensprinterinnen heute. Und Schrott wird ihrer Favoritinnenrolle in ihrer Spezialdisziplin gerecht. Sie siegt mit 13,14 Sekunden vor Karin Strametz, die mit 13,30 Saisonbestleistung läuft. Die Tschechin Helena Jiranova landet auf Platz 3, Dadic wird starke Vierte. Noch wichtiger als die Platzierung ist aber Dadics Zeit.
Mit 13,53 Sekunden bleibt sie unter der Zielvorgabe ihres Trainers, 13,60, und läuft kurz vor den Olympischen Spielen Saisonbestleistung. Also für Ivona Dadic steht eine 13,53 zu Buche. Ivona, Ihr Trainer Philipp Unfried hat vor dem Lauf gemeint, mit 13,6 wäre er zufrieden. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit 13,53? Ja, ich hoffe, er ist jetzt ein bisschen mehr zufrieden. Der Vorlauf war schon gut. Und der Lauf hat jetzt gesagt, wirklich, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Ich bin wirklich erleichtert. Wir haben die Wochen komplett eigentlich auf den Wettkampf gar nicht geschaut. Wir haben komplett normal weiter trainiert und für den ist halt einfach zwei super gute Zeiten gelaufen. Also das ist jetzt einmal Selbstvertrauen danken Richtung Tokio. Ich wollte gerade fragen, die Vorbereitung war ja sehr durchwachsen, immer wieder kleine Wehwehchen, Blessuren, auch in Ratingen aufgeben müssen. Wie viel Balsam ist jetzt so eine 13,53, auch wenn es jetzt natürlich nur eine Disziplin ist? Ja, ganz viel. Also ich bin wirklich happy. Einfach, das sagt, ich habe gut trainiert. Ich muss jetzt einfach auf meinen Körper vertrauen und anliefern und sagen, was ich kann. Es sind für die Ivona Dadic die dritten Olympischen Spiele. Sie haben es ja schon oft gesagt, 5 Jahre haben Sie jetzt eigentlich auf das hintrainiert. Und dann ist es so durchwachsen. Wie sehr zweifelt man da auch manchmal? Es ist ein schwieriges Jahr gewesen. Ich habe immer wieder mit ein paar kleinen Verletzungen zum Kämpfen gehabt. Und natürlich geht es nicht spurlos an einem vorbei. Aber das, was mich ausmacht, ist, dass ich mich immer zurückkämpfe. Und genauso habe ich das auch gesehen. Natürlich war es heuer ein bisschen schwieriger. Der Druck der Spieler ist da. Man will fit sein. Man trainiert auf das hin. Aber ich habe mich nicht ganz aus der Ruhe bringen lassen und jetzt geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Hätten Sie sich auch heute gerne mit der Verena gemessen, die ja auch eine kleine Blessur hat, deswegen hier in Ried abgesagt hat? Ich weiß gar nicht, warum die Verena heute nicht da ist. Da zwickt der Oberschenkel ein bisschen. Okay, ja, bei mir hat heute auch ein bisschen zwickt. Der Jan hat schon ein bisschen herum da, aber natürlich, also ich glaube, jeder Athlet will nichts riskieren. Bei mir ist es einfach eine leichte Verspannung von dem vielen Training von der Woche. Und natürlich wäre es cool gewesen, wenn die Verena am Start gewesen wäre. Das wertet den ganzen Lauf nochmal auf, aber ich glaube, wir haben die Chance in Tokio. Und ja, da werden wir sie fighten. Was muss jetzt in Tokio passieren, dass Sie zufrieden heim in den Flieger steigen? Ein guter Wettkampf. Und für mich ist ein guter Wettkampf, wenn ich nach 2018 meine Bestleistung stelle, dass ich 2018 eine Bestleistung mache. Das ist ein guter Wettkampf. Und alles andere werde ich nur mit der Leistung beeinflussen können, die ich an Tag X abliefere. Sie wissen aber, dass Sie mit Ihrer persönlichen Bestleistung da ganz vorne mitmischen können. Ja, das ist mir bewusst und es ist ja auch das Ziel, ich möchte vorne mitmischen. Aber die Grundvoraussetzung, um mitmischen zu dürfen, ist eine gute Leistung. Wir halten auf alle Fälle zu Hause vor den Fernsehern die Daumen. Alles Gute für Tokio, Ivona Dadic. Also, Ivona Dadic, guter Dinge. Eine Zeit, 13,53, die gut tut vor der Abreise zu den Olympischen Spielen. Die Siegerzeit von Schrott wird mit 13,15 angezeigt, aber nachträglich auf 13,14 korrigiert. Die 33-jährige St. Pöltenerin zeigt mit ihrem Sieg trotz der verpassten Olympia-Quali eine außergewöhnliche Leistung. Beate Schott, Gratulation zum Hürdensieg hier im Innviertel in Ried. 13,15, schon fast zum Ausgleich der langen, erfolgreichen Karriere. Wie zufrieden macht sie das noch einmal? Ja, sehr zufrieden. Ich muss sagen, die Vorbereitung für den Wettkampf war für mich sehr schwer, weil ich ja letzte Woche erfahren habe, dass ich nicht zu den Olympischen Spielen fahren darf. Das hat mir eigentlich einen sehr großen Dämpfer gegeben, 5 Jahre lang darauf hingearbeitet. Und ja, ich weiß, man darf das als Sportlerin kaum sagen, aber das hat meiner Motivation nicht unbedingt einen Schub gegeben. Und darum bin ich total froh, dass es heute so gut gelaufen ist. Bin sehr zufrieden und freue mich, dass ich noch ein letztes Mal in Ried laufen habe können. Ich habe Ihr Posting gelesen in den sozialen Medien, sehr offen, / nachdenklich, / ehrlich. Wie viel Wehmut ist jetzt dabei eigentlich? Ich meine, dass man natürlich zu den Olympischen Spielen fährt, ist klar. Aber dass jetzt auch die Karriere so zu Ende geht? Ich bin draufgekommen, als Sportler muss man sich so oft anpassen an die verschiedensten Gegebenheiten. Und das ist wieder was, an was ich mich einfach anpassen muss. Ich wollte zu meinem Karriereende nochmal zu Olympischen Spielen. Ich habe es nicht geschafft. Aber wir sind sehr anpassungsfähig als Sportler. Ich muss mir jetzt einfach nochmal umpolen, nochmal irgendwo die Motivation herkriegen für die letzten beiden Wettkämpfe. Wehmut ist sowieso dabei. Es waren 18 Jahre meines Lebens, also ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens in die Leichtathletik investiert und dementsprechend Wehmut ist bei dem Abschluss sowieso dabei. Aber irgendwie bin ich total dankbar, dass meine Karriere so zu Ende geht, weil ich sehr zufrieden sein kann mit meinen Leistungen. Jetzt Daumendrückerin vor dem Fernseher bei den Spielen in Tokio. Was trauen Sie denn unserem starken Team zu? Der Kollegin Ivona Dadic, der Verena, auch dem Luke im Diskus? Ich traue ihnen extrem viel zu, aber wir Sportler wissen das. Vor jedem Wettkampf werden die Karten neu gemischt. Das ist ganz egal, mit welcher Leistung man anreist.
Also wünsche ich Ihnen einfach, dass Ihnen dort wirklich alles aufgeht, dass Sie die Wettkämpfe genießen können, dass Ihnen alles gelingt, was Sie sich vornehmen. Als Hürdenspezialistin, wie ordnen Sie diese 13,53 heute für eine Siebenkämpferin ein für die Ivona? Sehr gut. Ich weiß auch, dass sie gestern noch trainiert hat. Ich finde, da muss man die Leistung dann noch höher einschätzen. Also ich glaube, die Ivi kann sicher in Tokio wieder ihre Leistung abrufen und zeigen, was sie kann. Der 100-Meter-Sprint der Herren steht traditionell bei den Fans ganz weit oben. In Ried ist ein kanadischer Olympiastarter mit dabei, Jermo Blake. Neben ihm startet mit Felix Stellenberger ein Sprinttalent von TGW Zinkampf Union. Stellenberger ist Jahrgang 2003. Neben Olympiastarter Blake zu laufen, ist die perfekte Motivation für den jungen Oberösterreicher. Und der Start geglückt! Blake wird seiner Favoritenrolle gerecht und siegt mit überragenden 10,16 Sekunden vor den Tschechen Grabmüller und Raschka. Blake verpasst den Austrian Top Meeting Rekord vom Türken Ramin Guliyev aus dem Jahr 2018 in Andorf nur um eine Hundertstel Sekunde. Jerome, Gratulation! Was für eine Zeit, 10,19. Ein perfekter Lauf vor den Olympischen Spielen? Ja, es ist gut zu wissen, dass ich so schnell sein kann. Das ist sehr beruhigend. Was erwarten Sie sich für Tokio? Ich möchte hart kämpfen. Das ist alles, was ich tun kann. Ist der Finaleinzug möglich? Hoffentlich, das wäre das Ziel. Dazu muss ich noch ein bisschen schneller laufen. Ein Olympiateilnehmer kommt 2 Wochen vor den Spielen nach Ried. Wieso? Ich brauchte noch ein gutes Rennen, damit meine Beine bereit sind. Und sind die Beine bereit? Ich denke ja. Langsam komme ich dorthin, wo ich hin muss. Die 10,19 wurden nachträglich auf 10,16 korrigiert. Stellenberger wird starker Fünfter. Mit 11,38 Sekunden gelingt ihm im Windschatten des kanadischen Olympiateilnehmers persönliche Bestleistung. Im Sprint der Frauen fehlt die zuletzt überragend laufende Magdalena Lindner. Sie stand bei der U23-EM in Tallinn am Start und hat dort das 100-Meter-Finale nur hauchdünn verpasst und lief auf Platz 9. Im Finale in Ried ist deshalb mit Ina Huema nur eine Österreicherin dabei. Die Konkurrenz aus Jamaika und den Bahamas ist enorm stark. Heute beim heutigen internationalen. Und los geht's, jetzt wird's laut! Wir kommen die Sprinterinnen ins Ziel! Die Jamaikanerin Shokoria Wallace kommt letztendlich nach 11,4 Sekunden als Erste ins Ziel. Shokoria Wallace hat hier über 100 Meter gewonnen in 11,4 Sekunden. Was bedeutet diese Zeit für Sie? Ja, es war eine gute Zeit. Meine persönliche Bestzeit ist 11,18 Sekunden. Ich komme ihr immer näher und daran arbeite ich. Ihr nächstes Ziel sind aber nicht die Olympischen Spiele? Nein, das war mein letztes Rennen in dieser Saison. Im September geht es weiter. War bei diesen Wetterverhältnissen keine bessere Zeit möglich? Windy. Ja, es ist sehr windig, es ist immer windig. Nicht so stark. Dann war das nicht der Grund, es passt schon so. Wie lauten Ihre Ziele für die nächste Saison? Meine Ziele für nächstes Jahr? Naja, ich möchte unter 11 Sekunden laufen und mich für die Weltmeisterschaft in Oregon qualifizieren. Die frisch gebackene Staatsmeisterin Ina Huema wird Vierte. Mit 11,62 Sekunden kommt die oberösterreichische Lokalmatadorin von Sportunion Iga Longlife aber nicht an ihre nationale Titelzeit heran. Platz 4 ist es geworden für die frisch gebackene 100-Meter-Staatsmeisterin Ina Huema. Heute die Zeit über dem, was Sie vor kurzem in Graz gelaufen sind. Wie ist das heute einzuschätzen? Ja, genau. Also ich muss sagen, mir war es halt ein bisschen zu kalt fast zum Laufen. Aber es sollte halt keine Ausrede sein. Also mir hat nicht ganz so spritzig gefühlt, nicht ganz so gut gefühlt. Wir haben letzte Woche doch schon noch viel trainiert. Aber ja, solche Wettkämpfe hat man auch mal dabei. Man kann nicht immer Bestleistung laufen, also es passt schon. Die Olympischen Spiele sind natürlich für die Ina jetzt kein Thema. Wie schaut es aus mit den kommenden Zielen? Ja, nächstes Jahr ist auf jeden Fall das erklärte Ziel die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Und dann, ja, Olympia 2024 ist dann das nächste ganz große Ziel.
jetzt einmal zumindest die Mutinjektion oder die Moralinjektion nach diesem Doppelstaatsmeistertitel über die 100 und die 200? Ja, genau. Also jetzt, also letzte Woche oder halt vor zwei Wochen bei den Starts, das war wirklich super. Da ist mir alles aufgegangen und den Schwung möchte ich einfach mitnehmen für die nächsten Wettkämpfe und auch für die nächsten Saisonen dann. Was trauen Sie denn unserem Team zu in Tokio? Ja, also unsere Leichtathleten und Leichtathletinnen sind natürlich heiße Medaillenkandidaten mit Luke und mit der Ivi und mit der Verena natürlich. Ja, ich werde die Finger Daumen gedrückt halten und schauen, was rauskommt. In Ried können die Fans auch einige junge Talente bewundern. So steht im Stabhochsprung die junge Lisa Gruber von LAC Amateure Steyr am Start. Sie zählt als großes Talent und möchte zwar keine Olympia, dafür aber eine umso gelungenere U20-Generalprobe im Stabhochsprung abliefern. Sie wird nächste Woche Österreich bei der U20-EM in Tallinn vertreten. Und die Generalprobe gelingt eindrucksvoll. Gruber überspringt die 4-Meter-Marke. Das gefällt den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die ins Oberösterreich-Ried-Sportzentrum gekommen sind. Noch etwas höher als Gruber schaffen es zwei Tschechinnen. Nikola Pöschlova überspringt 4,25 Meter und landet auf Rang 2. Susanna Praschakova erreicht dieselbe Höhe, allerdings in einem früheren Versuch. Das bedeutet den Sieg für die Tschechin. Gruber ist mit Rang 3 dennoch hoch zufrieden. Lisa Gruber, Platz 3 ist es geworden hier in Ried mit einer übersprungenen Höhe von 4 Metern. Vor einer Woche waren es doch 4,5 Meter. Wie ist das einzuordnen, wenige Tage vor der U20-EM? Ja, also ich bin insgesamt schon sehr zufrieden. Die Bedingungen waren heute viel schwieriger wie letzte Woche. Und für das passt es ganz gut, die 4 Meter. Und ich glaube, ich bin bereit für Tallinn dann. Sehr, sehr windig heute in Ried. Ja, sehr. 4,5 Meter, das war die Personal Best, eben erst vor wenigen Tagen. Wohin führt denn der hoffentlich richtige Weg der Lisa Gruber als sehr, sehr junge Athletin und auch frisch gebackene Staatsmeisterin? Also ich glaube, mit ein bisschen einer Verbesserung der Technik nur kann schon noch, es ist schon so nur viel drinnen. Und ich glaube, ich kann schon noch sehr viel aus mir rausholen. Aus den Sprüngen, die sind schon eine gute Grundlage. Und wenn wir da weiterarbeiten, dann wird das gut werden, glaube ich. Was haben Sie sich denn vorgenommen für die U20-EM? Also mein Ziel ist, dass ich ins Finale einziehen kann. Und ansonsten schaue ich einfach, dass ich gut springe. Nimmt man da diese 4 Meter heute im Innviertel als Polster mit, als Motivationspolster? Würde ich schon sagen, ja. Also 4 Meter zu springen ist immer schön. Und das ist das vierte Mal jetzt, wo ich über 4 Meter bin, würde ich sagen, ich bin bereit dafür. Ein Wort noch zu den starken Tschechinnen hier heute? Ja, also die Technik für einer ist sehr gut. Also da kann man schon noch was lernen davon. Bin schon beeindruckt. Olympia steht vor der Tür, natürlich für Sie kein Thema. Ist das etwas, was Sie sich vielleicht in 4 Jahren vornehmen? Ja, es ist auf jeden Fall mein großes Ziel und schauen wir, ob ich das in 4 Jahren schaffe. Die Wetterverhältnisse verschlechtern sich im Verlauf der Veranstaltung. Der Wind wird stärker und Regenwolken ziehen auf. Die Diskuswerfer lassen sich davon aber nicht beeindrucken. Ursprünglich hätte auch Lukas Weiß-Heidinger einen Start in Ried überlegt. Der Olympiateilnehmer legt seinen Fokus aber voll auf Tokio und verzichtet auf ein Antreten im Innviertel. Einziger österreichischer Teilnehmer ist deshalb Lukas Stieper, der erst vor kurzem bei der U23-Staatsmeisterschaft mit persönlicher Bestweite von 49,4 Metern den Titel holte. In Ried übertrifft Stieper diese Weite dann erneut. Mit 49,24 Metern stellt er neuen Salzburger U23-Landesrekord auf. Aufgrund der starken internationalen Konkurrenz reicht das am Ende für Rang 6. Lukas Stieper, der im Diskus heute die österreichischen Fahnen hier in Ried vertreten hat. Zuerst einmal zum Einstieg, wie schade ist es, dass der Luki hier heute nicht geworfen hat? Ja, es ist schon sehr schade, weil ich habe die letzten Jahre auch immer da gesehen und so auch bei den Wettkämpfen und das ist eigentlich sein Heimmeeting, kann man fast sagen. Und ich trete immer gern mit ihm gemeinsam beim Wettkampf an. Es geht auch ohne Lukas Weiß-Heidinger. Gratulation zu 49,24 Meter, neue persönliche Bestweite. Wie ist das einzuordnen? Sie haben ja erst vor kurzem den Salzburger Landesrekord gebrochen als Salzburger. Ja, genau. Also in der U23 halte ich jetzt den Landesrekord und ja, mühsam ernähre ich mich, oder ernährt sich das Eichhörnchen, gell? Kann man so sagen. Also für Zentimeter, sage ich mal, nähere mich die 50-Meter-Marke an. Aber ich freue mich natürlich sehr. Sie sind ja noch jung, was muss jetzt da noch alles passieren, dass man mal so in Gegenden kommt rund um 60, wo es dann so richtig international interessant wird? Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man mit Leuten gemeinsam in einem Wettkampf antritt, die was besser sind als einer selber, also so wie heute,
Da sammelt man Erfahrung und man muss halt auf jeden Fall auch viel trainieren, viel in der Kraft kommen, schwitzen und hart arbeiten eigentlich. Heute zufrieden? Der Weg von Ried zurück nach Salzburg? Ja, genau. Also ich bin sehr zufrieden. War super. Also bin echt. Mein Trainer ist auch zufrieden. Das passt auf jeden Fall. Wenn der zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Wie schauen Ihre nächsten Ziele aus? Natürlich Olympia da überhaupt kein Thema. Ja, mal in ferner Zukunft vielleicht. Ja, aber jetzt in Andorf möchte ich auch noch starten. Und das Ziel für heute ist auf jeden Fall nur die 50-Meter-Marke knacken. Vor dem Fernseher Daumen drücken natürlich für den Lukas Weißeidinger. Was trauen Sie ihm zu in Tokio? An Luki traue ich sehr viel zu. Also ich habe schon mit ihm bei den allgemeinen Staatsmeisterschaften gesprochen. Und er ist sehr zuversichtlich. Und ja, ich meine, keiner wirft so wie er. Er ist extrem stark und er ist mental gut drauf. Und ich glaube, dass der das wirklich rocken wird. 150 Kilo Lebendgewicht bringt er auf die Waage. Was fehlt Ihnen da noch? Ja, da fehlen mir nur 45 Kilo. Ja. Ist das auch ein Ziel, die aufzutrainieren, dass man hier den Diskus vielleicht noch ein bisschen weiter schleudern kann? Ja, das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele. Nur ein bisschen stärker werden und schwerer. Also da schneide ich mir sicher eine Scheibe vom Luki ab. Den Tagessieg holt sich Mauricio Ortega aus Kolumbien, der mit 65,21 Metern Saisonbestleistung wirft und Weißheidingers Top-Meeting-Rekord nur um einen halben Meter verpasst. Mauricio, congratulations. Mauricio, Gratulation zu Ihrem Sieg hier in Ried. Was bedeuten die 65,21 Meter im Hinblick auf die Olympischen Spiele? Hi to everyone. Thank you for inviting me here. Zunächst einmal Hallo an alle und danke für die Glückwünsche. Ich bin hierher gekommen, um den Wettkampf, um die Würfe und jeden einzelnen Moment einfach zu genießen. Werden Sie Tokio auch so genießen? Selbstverständlich. Jeder Athlet sollte die Olympischen Spiele genießen und ich werde das auf jeden Fall auch machen. Crazy. I want to enjoy, of course. But you say that the meeting record. Auf den Meeting-Rekord von Lukas Weißheidinger fehlt ihnen nur ein halber Meter. Well. Was really close, but. Das war sehr knapp. Aber heute macht mir das nichts. Ich habe es trotzdem genossen. Ich habe die Energie gespürt von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Energy for me about people. Nothing more. You know, maybe Lukas Weißheidinger lives Lukas Weißheidingers Heimatort ist nur 10 Kilometer von hier entfernt. Was trauen Sie ihm in Tokio zu? Lukas, about Lukas. I would like competing with Lukas today, but ich hätte mich heute schon gerne mit Lukas verglichen, aber es ist doch so okay. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit in Tokio, weil er so ein freundlicher Kerl ist. Er macht einen großartigen Job für Österreich. Das bewundere ich. Die Fans haben beim Rieder Leichtathletik-Meeting jedenfalls tolle Leistungen zu sehen bekommen. Von den ÖsterreicherInnen ebenso wie von der internationalen Konkurrenz. Wir haben mit Philipp Unfried begonnen. Wir wollen mit Philipp Unfried ausschließen und bilanzieren aus österreichischer Sicht. Natürlich die einzige Olympiastarterin, die heute im Innviertel am Start war, Ivona Tadic. Sie haben vorher gesagt, 13,6, da wären Sie zufrieden, jetzt sind es 13,53 geworden. Die Ibi war sehr zufrieden, wie geht es dem Trainer? Ich bin auch sehr zufrieden, war ein super Lauf, vor allem im Finale. Ja, sie hat, denke ich, einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht und war gut, dass wir da waren und war wirklich eine super Leistung. Wie viel Push gibt das jetzt auch, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie der Weg Richtung Tokio ist, wenn es immer ein bisschen gezwickt hat? Es ist natürlich gerade für die Athletin sicherlich eine angenehme Sache und eine Beruhigung, weil die Athleten im Endeffekt trotzdem die Zeiten und die Weiten bewerten und wenn dann einfach einmal die Zeit am Papier steht, die den Athleten oder die Sportlerin zufriedenstellt, dann ist es einfach ein großer und ein wichtiger Schritt. Mit welcher Punktezahl wären Sie denn zufrieden in Tokio? Gibt es da so eine Marke, wo Sie sagen, das sollte Sie erreichen oder müssen? Kann man gar nichts im Sport? Ha, ich habe mich vor der Weltmeisterschaft 2019 eigentlich relativ weit aus dem Fenster gelernt, weil wir einfach unsere Ziele ganz klar formuliert haben damals und gesagt haben, es muss in Richtung 6,6 oder drüber gehen. Und wir wurden dann ziemlich abgestraft, indem sie dann die wir jetzt im ersten Bewerb besser. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Punktezahl festlegen. Ich denke, dass das Ziel einfach sein muss, wirklich Bewerb für Bewerb bestmöglich zu absolvieren.
Unser Job als Trainer ist es, sie bis dorthin so vorzubereiten, dass sie wirklich gut vorbereitet in jedem Bewerb in den Wettkampf gehen kann. Und wenn sie wirklich jeden Bewerb gut abliefert, dann denke ich, soll am Ende des Tages eine Punktezahl im Bereich ihrer Bestleistung oder drüber rauskommen. Ja, und was man damit dann wird, werden wir sehen. Sie betreuen ja nicht nur die Ivona Dadic, Sie betreuen auch unsere Sprinterin, die Ina Hoema, vor wenigen Tagen erst Doppelstaatsmeisterin geworden über die 100 und die 200. Wie schätzen Sie Ihre Leistung heute? Und da ist natürlich die Luft ein bisschen heraus nach den Staatsmeisterschaften. Also generell hat die Ina einfach eine sensationelle Saison gehabt. Sie ist letztes Jahr schon wirklich gut gerannt, hat dann in der Halle wieder einen Schritt nach vorne gemacht, auf den 60 Metern, wo die nicht die größte Stärke sind, weil sie im Start einfach nach wie vor noch ein bisschen Defizite hat und hat dann heuer im Prinzip den ganzen Sommer wirklich einen Schritt nach dem anderen nach vorne gemacht, ist super Zeiten gerannt, hat es bei den Staatsmeisterschaften mit Top-Zeiten bestätigt und ist heute einfach auch wieder gut gerannt. Es ist natürlich nach dem Highlight der erste Wettkampf danach, da ist dann leicht einmal ein bisschen die Luft draußen, aber generell muss ich sagen, eine super Saison von der Ina und ich denke, dass es auch so weitergehen wird. 2024 bei den nächsten Sommerspielen in Paris, vielleicht fahren Sie ja dann nicht nur mit der Ivona Dadic alleine, trauen Sie das der Ina zu? Definitiv, also ich denke, dass der Ina nicht mehr so viel fehlt, über 200 weniger, würde ich nur sagen, als über 100, weil die Zeit bei den Staatsmeisterschaften mit einem Meter Gegenwind, die ist wirklich sehr, sehr hoch zu bewerten. Und ich denke, dass wir die Ina auch schon vor den Olympischen Spielen 2024 beim Großereignis in der allgemeinen Klasse sehen werden. Ich formuliere es jetzt einmal salopp, dieses Schlafen im Startblock, wie kann man das wegtrainieren? Nein, es ist weniger das Schlafen im Startblock. Sie kommt schon ganz gut von der Reaktion her weg, aber es ist dann einfach eine Kraftsache, eine Athletiksache, wo wir einfach nur wirklich weiterarbeiten müssen und wo sie einfach auch Zeit braucht. Sie trainiert wirklich hart, aber diese Dinge behebt man nicht in ein oder zwei Jahren. Das sind Prozesse, die einfach mitunter etwas länger dauern und da muss man der Sportlerin auch die Zeit geben. Aber ich denke, wenn sie so weitermacht wie bisher, dann werden wir auch am Start und in der Beschleunigung ja, wesentlich bessere Leistungen in der Zukunft sehen, als es jetzt, als in der Vergangenheit war. Und es ist jetzt noch vielleicht nicht. Also mögen die Zukunftsprognosen des Philipp Unfried in Erfüllung gehen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Die Gegenwart, also die unmittelbare, bevorstehende Gegenwart, das sind natürlich die Olympischen Spiele jetzt in Tokio. Daumen halten für unsere Leichtathleten. Ivona Dadic heute mit einem Fingerzeig nach oben. Schaut einmal gut aus. Wir haben tolle Leistungen hier in Ried gesehen. Ich sage Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, Dankeschön für Ihr Interesse. Tschüss, Wiederschauen und Daumen halten bei den Spielen in Tokio.